Liebe Schwestern und Brüder, am Ostersonntag haben wir schon entdeckt im Lauf der Jünger Petrus und Johannes zum Grab, wie wir eine Typologisierung vornehmen konnten zwischen Amt und Liebe. Das Amt, vertreten durch Petrus, den ersten der Apostel, und dem Jünger, den Jesus liebt, der die Liebe selber verkörpert. Und wir sehen im Grunde genommen jeden Tag gleich, welches Zeugnis eines Evangelisten wir lesen, wie tief eucharistisch diese Texte sind. Das gilt vor allem auch für den Evangelisten Johannes. Deshalb können wir von einem Mysterium Paschale sprechen, von einem wirklich österlichen Sakrament. Denn ohne Ostern kann man sich die Eucharistie nicht vorstellen. Zur Eucharistie gehört von Anfang an nicht nur der Gründonnerstag, sondern ebenso das Sterben Jesu am Kreuz wie auch seine Auferstehung. Und die Gemeinschaft, in die er die Jünger hineinzieht in der Eucharistie, die Gemeinschaft mit dem Vater. Vielleicht darf ich Sie heute einladen, einer Vertiefung zuzuhören, die Adrienne von Speyer genau zu unserem Evangelium eucharistisch vornimmt. Sie sagt: Vor der Wandlung ist die Hostie zunächst irgendetwas, ähnlich wie der unerkannte Herr am Ufer irgendjemand ist. Der betende Priester segnet die Hostie, indem er sie opfert. Er gibt ihr damit das Höchste, was ein Mensch geben kann. Er weiht sie Gott, er trennt sie von ihrem natürlichen Gebrauch und er opfert und verleugnet sich selbst damit, indem er auf ihren Gebrauch verzichtet, sich von ihr trennt, sie freigibt, damit sie der Leib des Herrn werden könne. Ihre Opferung ist wie ein Abschied. Aber sie wird nicht ins Nichts hinein entlassen, sondern in den Vater hinein. Und indem man sie dem Vater zurückgibt, so anbietet, wie der Vater sie erwartet, kann der Vater sie dem Menschen zurückgeben in der lebendigen Form seines Sohnes, die der Sohn in der verabschiedeten, gesegneten Hostie einnimmt, in dieser Hostie, die einen nicht zu beschreibenden Anteil am Gebet des Priesters und der Glaubenden empfangen hatte. Sie war in einer Luft des Gebetes auf dem Altar gelegen, sie hatte das Opfer der Kirche in sich zusammengefasst. Diese ganz bestimmt getönte vom Glauben und vom Opfer der Kirche, wie imprägnierte Hostie, erfüllt der Sohn. Sie nimmt er als Leib an. Der Vorgang der Transsubstantiation, der eine freie Tat des Herrn ist, soll nicht ohne Beziehung zum Glauben und zum Opfer der Kirche bleiben. Dieser Vorgang geschieht. Das Werden des Vorgangs aus Gott und sein Sein im Glauben der Menschen bilden eine untrennbare Einheit. Der Priester, der bekennt, dass die Hostie zum Leib des Herrn geworden ist und sein Leben enthält, schenkt im Namen des Vaters, Kraft seines Amtes, der Hostie wirklich das Leben. Der Vater gibt der Kirche Anteil an seiner Macht, den Sohn gegenwärtig zu setzen. So werden Glauben und Leben hier eine Einheit. Es ist ein Treffpunkt, mehr eine Synthese, ein quellender Ursprung des Sohnes und des Glaubens. Zeit und Ewigkeit begegnen sich. Zeitlich ist die Wandlung ein Augenblick unter anderen, als solcher bestimmbar. Aber die Sekunde der Wandlung hat in sich den Wert der Ewigkeit. Das ganze unzeitliche und unräumliche ewige Leben wird in die kleine Hostie hineinprojiziert. So wird aber auch der Glaube der Kirche, der unpersönlich die Jahrhunderte überdauert, von überall herkommt und in alle Zeiten hineingeht, in diesem Priester personifiziert und berührt in ihm die Hostie. Wenn Johannes sagt, es ist der Herr, so spricht er gleichsam das erste
hoc est corpus meum, dies ist mein Leib. Beide Worte sagen das Gleiche, gesprochen aus dem Mund der Kirche, die die Einheit von Amt und Liebe ist. Beide sind das Wort des Glaubens der Kirche. Damals wie jetzt hat der Herr den Glauben, die Liebe, das Amt geschenkt, aber er hat es getan, um in der Kirche das zu werden, was er für sich schon ist, um wirklich der Herr der Kirche zu sein, muss er beide Male den Glauben von der Kirche zurückempfangen. Und zwar einen Glauben, der zugleich ein Glaube der Liebe und ein Glaube des Amtes ist. Johannes und Petrus.